Hallo, herzlich willkommen. Assassin's Creed Valhalla, weiter geht's. Ah ja. Ich grüße dich, mein Herz. Ich hatte so viele Fragen. Meinst du, Sigurd weiß es? Das von uns? Ich denke nicht. Sigurd will mir die Schuld an jedem Unglück geben, das ihm widerfuhr. Doch seine Rettung rechnet er mir nicht an. Ich verstehe es nicht. Und also? Das ist für Sudsexe. Wohl wahr. Gibt's überhaupt mal endlich mal wieder eine normale Kampagne? Das kotzt mich schon jedes Mal an. Werde ich nicht machen, du kleiner Huso. Vorbereite den Rahmenklamm auf die wilde Jagd. Ich möchte die Bündnis. Ich hab. Sollen wir? Bitte, Eivor, nicht jetzt. Nicht mit Sigurd hier. Sollen wir? Bitte, Eivor. Ich sollte gehen. Darkshop im Gefecht, sowie normale Menschen. Und jetzt. Eisenrasker. Das habe ich. Er ging vom Langhaus Richtung Norden. Hast du Werk gesehen? Hallo, soll ich dir etwas schmieden? Guten Tag. Ist Gunnar nur kurz weg oder verreist und hat das nicht erwähnt? Ich bin Rima. Gunnar ist ein Freund von mir. Er bat mich, sein Geschäft zu führen, während er fort ist. Schön, dich kennenzulernen. Es ist seltsam, Gunnar nicht in seiner Schmiede zu sehen. Also, soweit ich weiß, hat er einen triftigen und schönen Grund für seine Abwesenheit. Und somit bin ich hier.
Wenn Gunnar dir vertraut, werde ich das auch. Dann hast du wohl einen guten Geschmack. Zeig. Fertig? Bis bald. Zu den da hinten, gucken, was der will. Raubzüge. Flussraubzüge sind größere Herausforderungen. Gewöhnliche Raubzüge bieten aber auch Chancen, Waffen und Ausrüstung gehört ja mit. Aber Vorsicht, wenn du während der Flussabzugs. Ne, nicht jetzt. Noch nicht. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was geht in Gloucester? Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Gunnar aus seiner Schmiede verschwunden ist. Er reiste nach Gloucestershire, um eine Frau zu suchen. Eine Frau? Er ist verliebt. Wann ist das denn passiert? Wann passiert das unserem treuen, liebestollen Schmied nicht? Aber es hat etwas Gutes. Er bittet dich, zu ihm zu stoßen. Um ihn bei seiner Suche... Sorg dafür, dass er sich nicht zu peinlich aufführt. Ich glaube, er denkt, deine... Sind ja doch 100 Stufen über mir. Ich spiele Gunnars Hüterin. Wenn auch nur, damit er in einem Stück zurückkehrt. Sehr großzügig. Ach du heilige Gunnar. Ist das das hier? Ich glaube schon. Das ist ein kleiner See. Höchstwahrscheinlich muss ich wieder Schiff fahren. Mehr eine Liebesstory oder mehr eine Kriegsstory? Ich weiß es nicht. Mit Ava und Sigurd sind ja sozusagen Kriegsbrüder und Schwestern, ne? Weil, guck mal, die sind ja von unterschiedlichen Eltern und so aufgezogen, aber vor allem wahrscheinlich nur, weil Ava ihre Eltern verloren hat, ne?
gleich wieder da. Geht gleich weiter.